Hallo und herzlich willkommen in der Peldemühle zu Wittmund zu einer weiteren Folge unserer Serie Mit Kultur wird's lebendig. Heute habe ich mir zwei ganz besondere Gäste eingeladen, und zwar Gäste auch durchaus in eigener Sache, in eigener Kunstkreissache. Ich freue mich, heute bei mir im Gespräch begrüßen zu dürfen Helga Siebmann. Vielen Dank. Und Brigitte Dehlinger. Moin. Schön, dass ihr da seid. Ihr beide habt nach langer Zeit, nach langjähriger Tätigkeit für den Kunstkreis, eure Ämter niedergelegt. Helga, du warst zuletzt die Vorsitzende des Kunstkreises. Brigitte, du hast dich um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gekümmert. Ja. Jetzt mal unter uns. Was für ein Gefühl ist das, jetzt plötzlich das Amt nicht mehr ausfüllen zu müssen in der Art und Weise, wie ihr es gemacht habt? Ja, das war ein vorheriges Üben vor allen Dingen, weil ich ja nun schon länger wusste, dass der Schritt gemacht wird. Und von da aus war ich, glaube ich, einigermaßen gefasst. Aber es ist mein Herz und alles hängt weiter an dem Kunstkreis. Und ich finde aber auch, man soll irgendwann den Abgang machen, wenn es einem gut geht und wenn man noch weiter dabei sein darf. Das ist so mein Empfinden. Brigitte, als jemand, der sich für die Öffentlichkeit oder um die Präsenz des OKK in der Öffentlichkeit so lange Zeit gekümmert hat, fehlt dir das, selbst mit der Öffentlichkeit zu hantieren, oder denkst du dir, ist auch mal ganz gut, privat zu sein? Also wenn ich ganz ehrlich bin, und das bin ich meistens, dafür bin ich berühmt, berüchtigt, es fehlt mir nicht. Ich habe es immer gerne gemacht, mit Begeisterung, aber jetzt bin ich auch froh, dass ich mich eventuell mal um andere Dinge kümmern kann. Das ist die eine Nachricht. Die andere Nachricht ist ja, dass ihr euch jetzt nicht aus dem OKK zurückzieht. Das ist richtig. Und dass ihr euch schon gar nicht, was ja vielleicht noch wichtiger ist, dass ihr euch ganz und gar nicht aus der aktiven Kunst zurückzieht. Wie schaut es denn da? Ich denke, Corona hat vielleicht bei euch in den letzten zwei Jahren auch so seine Spuren hinterlassen, oder wie sieht das aus? Also ob das nur mit der Corona zusammenhing, das weiß ich nicht. Also jedenfalls ist die Entfernung, bei mir jedenfalls, von der Kunst im Moment entstanden. Und ich muss den Weg dahin wieder finden. Das will ich aber auch. Das will ich wirklich. Und somit würde ich auch immer gerne bei Ausstellungen mitmachen. Und eigentlich auch für mich selber. Kunst ist für mich ja das Sprachrohr. Und wenn ich da nicht mehr mitmache, dann habe ich ein Stück meines Sprachrohres verloren. Ja. Und deshalb werde ich mich jetzt sehr bemühen, darum wieder dahin zu kommen. Brigitte, wie ist denn das eigentlich, wenn man jahrelang so intensiv für einen Verein, in diesem Falle den Ostfriesischen Kunstkreis, arbeitet? Und ihr habt ja auch sehr viel, ich sag mal, Management gemacht. Ganz trockene Verwaltungsarbeit, Briefe geschrieben, Briefe versandt und so weiter und so weiter und so weiter. Was ist dann, auch in deiner, wenn du dich erinnerst, was ist da für dich so das Dominierende? Das Künstlerische für dich oder dann eher doch die Tätigkeit für den OKK? Also da würde ich sagen, das eine hat mit dem anderen in Anführungsstrichen nichts zu tun. Ich habe, obwohl ich eben diesen Job gemacht habe für den Kunstkreis, immer weiter gebildhauert. Und ich habe leider jetzt nicht die wunderbare Ausrede Corona, sondern vor drei Jahren hatte ich einen Unfall, habe mir das Handgelenk gebrochen. Ja, und da war es mit dem Bildhauern vorbei. Das heißt, für mich war es erstmal vorbei und ich hoffe, dass ich jetzt wieder dahin komme, mich ja selbst zu Kräften zu bringen. Nicht nur zu motivieren, sondern auch zu Kräften zu bringen, um da weiterzumachen. Weitermachen ist ja im Grunde auch ein Stichwort für den gesamten Kunstkreis, für alle Künstler und weit darüber hinaus. Nicht nur für uns hier in Ostfriesland, sondern im Grunde für jeden, der irgendwie kreativ aktiv ist. Wie schätzt ihr denn die Möglichkeiten oder auch die Notwendigkeit ein, einen Punkt zu finden, von dem aus man weitermachen kann? Ist das so ein nahtloser Übergang von vorher zu nachher oder gibt es da einen Bruch?
Wie habt ihr das erlebt? Wie beurteilt ihr das, wenn ihr mit Kolleginnen und Kollegen über diese Zeit sprecht? Wie erfahrt ihr das? Gibt es da so einen Bruch? Also, dass viele unserer Künstlerfreunde, Schrägstrich innen, ja, damit wir gendergerecht sind, dass die vielleicht jetzt mal so ein, nicht nur den äußeren Lockdown hatten, sondern auch den künstlerischen, ist nachvollziehbar. Aber ich glaube grundsätzlich, dass 98% aller aktiven Künstler bereit und willens sind, weiterzumachen. Und was den Kunstkreis angeht, da ist es eben nicht, wir machen weiter so wie bisher, sondern jetzt mal sagen, dank der Initiative des neuen Vorstandes wird vieles sicher anders sein. Aber anders kann in diesem Fall eigentlich nur besser werden. Davon gehe ich aus. Wenn es besser werden muss, wenn du das meinst. Muss, habe ich nicht gesagt. Kann. Ich glaube, wir haben ein gut bestelltes Haus vorgefunden. Das darf ich, glaube ich, mal so sagen. Und deswegen ist die Frage des Weitermachens, glaube ich, gar nicht so banal. Wie siehst du das? Wo kann man aus deiner Sicht oder muss man aus deiner Sicht diese Zwangspause, die wir ja alle hatten in den letzten anderthalb, zwei Jahren, muss man das möglicherweise aufarbeiten? Muss man das mal thematisieren? Muss man das mal für sich klarkriegen? Sei es jetzt kreativ oder sei es in der politischen Diskussion oder wie? Oder kann man einfach so sagen, okay, Corona ist eines Tages hoffentlich dann vorbei und jetzt machen wir wieder Tagesordnung. Ja, ich denke, für alle Mitglieder, also künstlerischen Tätigen, ist es sicher sehr unterschiedlich. Die einen haben weitergemacht, haben also vieles bearbeitet und andere brauchen den Zuspruch. Und da würde ich immer wieder daran appellieren, dass dies Miteinander, was ja auch da ist, immer wieder da sein kann und sollte, damit wir uns gegenseitig auch Mut machen zum Weiterarbeiten und auch zum Begeistern. Und wenn manche, die ganz alleine sind, niemanden haben, dann denke ich, kann der Kunstkreis mit dem einen oder mit der anderen da auch tätig werden und sagen, so, komm, wir machen mal Mut. Und das kann zum Beispiel auch im Künstlercafé passieren. Und von da aus, denke ich, sind wir auf dem Weg, dass wir eigentlich dieses Miteinander jetzt wieder mehr hochleben lassen können. Und dann kommen die Gespräche und dann kommt auch dieses Mutmachen dazu. Wenn ihr beide zurückschaut auf die Zeit, in der ihr aktiv gewesen seid, dann habt ihr ja auch schon Zeiten erlebt, auch mit dem OKK, die nicht nur einfach gewesen sind, wo es kein Domizil gab, wo es mit der Mitgliederzahl nicht so rosig aussah und so weiter und so weiter. Das heißt, ihr habt ja eigentlich Erfahrung mit Krisensituationen. Wie habt ihr das so im Laufe der Zeit gemeistert? Wie war das, als du angefangen hast, zum Beispiel 2002, wenn ich recht informiert bin? Richtig. Was war da wie waren da die Verhältnisse und wie habt ihr euch da gemeinsam rausgekämpft? Ja, also erstmal war es erstaunlich. Es waren also 20 Personen, 20 nur Aktive. Damals gab es noch nicht die Fördermitgliedschaft. Und da wurde dann über die Arbeiten immer wieder gesprochen. Wir hatten ja auch noch kein Domizil. Und dann hat jeder die Möglichkeit gehabt, einmal im Monat, indem man sich in der Residenz sprach, auch mal eine Arbeit mitzubringen. Und die wurde dann in dem Kreis besprochen. Das Ganze, wenn nur 20 da sind, ist eine Sache, die sich auch finanziell ganz schwer trägt in einem Kunstkreis. Und da war eigentlich dann auch das Bestreben, weiterzukommen und vor allen Dingen ein eigenes Domizil zu bekommen, dann konnte man sich öfter begegnen. Einmal im Monat ist zu spät und zu wenig. Und das ist uns ja dann nachher auch gelungen. Und da fing eigentlich auch dieses Miteinander an,
dieses gemeinsame Ausstellung machen, das war so der erste Punkt, dass man gemeinsam ausstellte, bis man dann auch sagte, jetzt haben auch die Künstler selber was zu tun. Also da spielt immer wieder dieses Miteinander eine Rolle. Und desto mehr Fundament da ist, und das bekamen wir natürlich auch durch die neuen Räume in der Palette, ist eigentlich sehr viel Leben entstanden und dann wuchs auch allmählich die Mitgliederzahl. Darum geht es ja auch, dass der Verein immer wieder wächst, denn es gibt ja auch die abschiednehmenden Situationen und Wegzüge und wenn eben Künstler uns oder Mitglieder verlassen. Wichtig ist denn tatsächlich diese Tatsache, dass ihr damals in 2004 war das, glaube ich, ein Domizil gefunden habt. Ist das tatsächlich von so zentraler Bedeutung? Und wenn ja, warum? Was bewirkt denn so eine Postanschrift, sage ich mal? Ja, erstmal hat man eine Adresse. Das heißt also, das Ganze wurde formeller. Es gab plötzlich Briefbögen. Das sind also alles so kleine Äußerlichkeiten. Und vor allen Dingen, ich erinnere mich mal an unsere erste Ausstellung, die war dann 2005. Und dieses, auf einmal dieses Gespür, wir haben uns eigentlich immer nur mal gesehen, die haben ja früher auch Ausstellungen gemacht, auch extern, waren immer darauf angewiesen, dass sie eingeladen wurden. Und jetzt konnten wir selber bestimmen. Mhm. Und die erste Ausstellung war ein ganz großes Ereignis, weil das hatten wir ja alle gemeinsam noch nicht erlebt. Und von da aus konnte man dann auch wirken und sagen, so, wir können jetzt anbieten, ja. Mehr anbieten als vorher. Und dieses Angebot wurde ja offenbar auch von anderen Künstlerinnen und Künstlern dann angenommen. Ja, das ist ja dann auch so, in dem Moment, wo man ein Domizil hat, kann man ja auch ein Jahresprogramm entwickeln. Das war vorher nicht möglich. Wir wussten nie, wann sind wir mal eingeladen. Und dadurch haben wir natürlich auch die Programme weitergeben können. Das heißt, es setzte die Werbung ein. Wir haben Plakate gemacht. Alles dies konnte ja immer nur sein, wenn man irgendwo bei der Sparkasse, bei der Volksbank oder früher sind die auch nach Düsseldorf, hatten da einen Austausch. Dann konnte man Plakate machen. Ansonsten war man ein stiller, kleiner Kreis. Ne? Und das hat die Palette bewirkt, ist egal, welche Unterkunft es gewesen wäre, aber das gab uns die Möglichkeit, uns zu zeigen. Du hast ja dann jahrelang eben verantwortlich gezeichnet, sowohl für die Werbung, für die ganze Kommunikationsarbeit, aber natürlich auch für die Gestaltung der Inhalte, die da zu kommunizieren waren, also habt ihr es ja gemeinsam gemacht. Was war denn das oder was ist denn bis heute das Grundprinzip gewesen, wenn ihr also ein Programm aufgestellt habt? Nach welchen Kriterien habt ihr da gearbeitet? Was war euch da wichtig? Ja, ich denke mal, wichtig war, dass ganz banal unser Terminkalender relativ gut gefüllt war, sodass also nicht so lange Leerstand war in unseren eigenen Domizilen. Das andere, dadurch, dass wir ein Programm hatten, das aussagte, der oder die Künstlerin stellt jetzt alleine oder mit jemand anderem zusammen zu dem Thema XY aus oder eben die Gemeinschaftsausstellung. Das hieß, wir konnten ein Programm entwickeln und dieses Programm, wie Helga eben schon sagte, weitergeben. Und plötzlich kannten selbst die Wittmunder den ostfriesischen Kunstkreis. Ja. Das war also wirklich ganz lange, wie den gibt es auch. Ja. Aber bekannt ist der ostfriesische Kunstkreis ja auch über die Wittmunder und die Harlinger Ländergrenzen hinaus. Das war natürlich eine große Unterstützung für meine Arbeit. Ich habe dem Harlinger und auch der OZ und auch anderen regionalen und mehr überregionalen Zeitungen jeweils die Ankündigung der kommenden Ausstellung mit Foto möglichst zugesandt und wir sind da sehr unterstützt worden, also speziell vom Anzeiger, aber eben auch mal ganz lange Jahre von der OZ, das ist ein bisschen weniger geworden aufgrund der Konstruktion, die in der Redaktion haben, aber das hat uns geholfen. Wie hat sich denn im Laufe dieser Zeit, seit ihr eure erste Ausstellung 2005 in der Palette habt organisieren können,
hat sich da, kann man da im Rückblick eine Entwicklungslinie, auch von den Inhalten, von der Gestaltung her, von den Arbeiten her, nachzeichnen? Also ich denke schon. Also als ich in den Kunstkreis reinkam 2002, da erfuhr ich dann, auch sah auch an den eingereichten Bildern, dass man früher die ostfriesische Kunst gefördert hat. Also die Landschaften vor allen Dingen, also ostfriesischer Kunstkreis war sehr auf Ostfriesland ausgerichtet. Und das hat sich sehr schnell verändert, weil dann plötzlich auch Bewerbungen kamen, die Kunst hatten, die eben nicht mit Bildern von Ostfriesland waren. Es war dann auch jemand, der dann die Skulpturen auf einmal darstellte. Und so allmählich veränderte sich der Inhalt der Ausstellungen sehr und wurde immer breit gefächerter. Desto mehr wir bekannt wurden, desto mehr kam der Mut auch zu zeigen. Und die Kunst hat sich ja verändert. Und es bestand ja auch niemand mehr darauf, es muss ostfriesisch sein, sondern Kunst sollte ja auch die Persönlichkeit darstellen und was die selber empfanden. Kunst ist ja immer wieder auch eine Sache, die mitgeteilt werden will. Und wir haben zig Möglichkeiten in der Kunst. Und die wurden dann auch immer größer. Und von da aus, denke ich mal, hat das einen Lauf genommen, der sich jetzt ja noch sehr vervielfältigt hat. War das so einfach, wie sich das jetzt so anhört, wenn du das so schilderst? Oder welche Art von Diskussionen habt ihr damals oder über die Zeit hinweg geführt intern? Also das war gar nicht so mit den Diskussionen, weil es lag natürlich damals an der eigentlichen Geburt des Kunstkreises, weil da waren zwei Personen dominierend. Das war Herr Christian Eisbein, der sich also wirklich, der hat gesagt, die Künstler müssen zusammenhalten. Und dann hat er aber, dann kam man zusammen und dann hat man gesagt, es muss einer sein, der das in die Hand nimmt, ich nicht. Und dann haben sie also Carola Timmermann gewählt und die war eine sehr großartige Künstlerin, die aber auch ganz bestimmte Vorstellungen hat und da war Ostfriesland eben auch als Bild gefragt und die hat große, große Ansprüche gestellt an die Künstler und hat also sich speziell, also Herr Eisbein war ja nun Bildhauer und sie war die Malerin und sie hat also immer wieder auch die Bilder beurteilt, bis die fähig waren, die Künstler. Und bei uns lief das nachher anders, also die haben dann auch sich bewerben müssen, aber mit ihren verschiedenen Künsten. Und dann haben die Mitglieder nachher abgestimmt über die Aufnahme der neuen Künstler. Und von da aus wurde da auch so ein bisschen die Demokratie auch im Kunstkreis mehr publik gemacht, ne? Und wurde lebendig dadurch. Wie demokratisch ist Kunst denn überhaupt? Kann Kunst denn so demokratisch sein? Brigitte, wenn du als die Sprecherin des Kunstkreises von den Öffentlichen gefragt worden bist, beschreib mir mal, was der Kunstkreis denn eigentlich ist und was er denn macht. Wie hast du denn versucht, die Arbeit im Kunstkreis zu charakterisieren? Lässt sich das irgendwie so mit wenigen Worten charakterisieren? Du musstest es ja tun, es war ja dein Job, ne? Ja, ist richtig, aber ich glaube, dass man das auch nicht so unter so eine große Überschrift stellen kann. Wichtig war eigentlich, dass Künstler, die sich dargestellt haben, die ausgestellt haben, hinter ihren ausgestellten Arbeiten standen. Mhm. Also die waren nicht nur dahinter, sondern drin, egal ob das jetzt abstrakt oder Skulpturen oder was auch immer waren. Das war das Entscheidende und so habe ich immer versucht, den Kunstkreis nach außen hin auch darzustellen. Der Spruch, Kunst kommt von Können, der ist so abgedroschen. Es ging gar nicht darum. Mhm. Es ging darum, Kunst mit Kunst darzustellen, was mich bewegt oder was die Umwelt bewegt oder was auch immer. Natürlich nicht gekritzle, sondern gekonnt. Wer ist denn das, der im Kunstkreis Kunst macht?
der Kunst kann. Wer ist denn das? Welche Qualifikationen muss man denn mitbringen, um Mitglied zu sein im Kunstkreis? Also Qualifikation, also man besteht jetzt nicht darauf, eine akademische Laufbahn gehabt zu haben oder dass man jetzt also bestimmte Nachweise erbringt. Aber alle, die sich mit Kunst beschäftigen, ob die nun Seminare, Volkshochschule oder gemacht haben oder selber sich entfaltet haben, ohne vorher irgendwo geschult zu sein, einfach dahin gekommen sind. Das gibt es. Jedenfalls, ich weiß das, wie das bei mir angefangen hat. Und wenn die selber dann versuchen, immer weiterzukommen. Aber die haben ja keine Ahnung, ist das ausreichend? Deshalb gibt es ja die Vorstellung, also im Plenum, in der Mitgliederversammlung. Und wenn da jetzt eine Künstlerin oder ein Künstler kommt und einfach nur die Bilder darstellt, dann, er hat sich vorher beworben, da steht natürlich die Laufbahn drin, aber wenn da jetzt nichts steht von irgendwelchen Kursen oder Studien, dann wird er dennoch eingeladen, um dann im Plenum seine Arbeiten vorzustellen und dann ja, dann entscheiden die Künstler, inwieweit diese Kunst oder die Aussage auch, die meinetwegen ein Bild haben soll, weil es vielleicht einen Titel gibt, ob die zum Beispiel angetroffen worden ist. Ist das auf den Punkt gebracht? Und da muss man vielleicht gar nicht studiert haben. Oder wie stellt sich das zusammen? Und ich glaube, ich habe da eigentlich nie nachgefragt, aber man hat immer wieder ganz aufmerksam geguckt und dann irgendwann festgestellt, unabhängig von dem Lehraufstieg oder wie man da hingekommen ist, das passt oder das ist harmonisch oder das hat eine Aussage, das will was sagen. Und ich sehe das so. Ich meine, wir sind kein akademischer Kunstkreis, der darauf Wert legt, dass wir alle erstmal Kunst studiert haben. Und von da aus sind die Möglichkeiten sehr groß, bei uns mitzumachen. Das heißt, die Frage, mitmachen oder nicht, entscheidet sich nicht über Zeugnisse und Belege und solche Dinge, sondern im Grunde auf der Leinwand oder bei den Bildhauern halt am Stein, am fertigen Werk. Das ist dann das, was auch in der Mitgliederversammlung, die dann ja darüber bestimmt, wer aufgenommen wird, was sich dann entscheidet. Ist das eine eher niedrige Schwelle oder ist das im Grunde dann genauso schwierig, diese Hürde in der Mitgliederversammlung zu überspringen? Man braucht ja das Votum der Mitglieder. Das heißt, es ist im Prinzip, wenn ich das recht verstehe, ja eigentlich gar keinen Unterschied, ob ich jetzt das Zeugnis habe und das Zeugnis erwerben muss oder ob ich mit meinem Bild mich vor die Mitgliederversammlung stelle und sage, bitte entscheidet, ob es das ist, was mich berechtigt oder qualifiziert, bei euch mitzumachen. Oder? Also ich glaube einfach, dass ein Plenum, ich sage jetzt mal, mindestens 30 unterschiedliche Menschen sind in so einer Mitgliederversammlung. Ja. Die sind alle völlig unterschiedlich geprägt, sowohl von ihrer persönlichen Technik in der Kunst, als auch von ihrem Empfinden, als von ihrer Weltansicht, als von was auch immer. Und wenn 30 Leute so unterschiedlicher Art sagen, ja, die oder der mit seinen Arbeiten, mit ihren Arbeiten passt zu uns, dann ist das tausendmal mehr wert als ein Studienzeugnis, wo dann hat teilgenommen und ja, in meinen Augen. Ja. Gibt es denn irgendwelche anderen Beschränkungen bei der Aufnahmekapazität oder gibt es, was die Zahl der Mitglieder angeht, irgendwelche Einschränkungen oder ist die Grenze der Himmel, was die Zahl? Ja, also ich meine, dass es nicht die Einschränkungen gibt. Natürlich müssen die sich vielleicht auch dann mal anhören. Es werden ja auch nicht alle angenommen, muss ich also dazu sagen. Das ist schon, wie Brigitte schon gesagt hat, ja auch ein Gremium, die selber in ihren Arbeiten stecken.
Und nun haben wir ja auch noch die Fördermitglieder, die ja auch zu den Versammlungen, die sind ja stimmberechtigt alles. Und da sind ja auch Menschen, die Kunst genießen und vielleicht auch die hohe Kunst genießen, ne? In den Kunsthallen oder so. Das heißt, die haben auch eine Urteilsfähigkeit. Und wenn die das beurteilen, die 30 oder wie auch immer, dann denke ich, dann hat das seine Berechtigung. Wobei also durchaus passieren kann, dass man sich auch ansteckt gegenseitig, dass der oder die aufgenommen wird, man sagt, ach, ich mache da diese Lehrgänge oder jene und weist darauf hin und stellt zum Beispiel die Möglichkeit auch untereinander auf, könnte es auch mal dahin gehen. Also um auch eine Hilfe zu haben oder so. Mhm. Also auch solche Gespräche und solche Offenheit sollten da sein. Also das heißt, es gibt auch manchmal so Bewerbungen, wo das so auf der Kante ist und wo man dann sagt, ja, wir stimmen dem zu, aber wir fänden auch gut, wenn du dich entwickelst, hört sich doof an, aber dich da drin weiter übst und weitermachst, dass das noch ein bisschen feiner oder das heißt, zum Angebot, dass der Künstler dann bei uns im OKK vorfindet, gehört auch natürlich der Austausch, auch im Sinne von Weiterbildung, von Qualifikation, von Lernen, von einander lernen. Mhm. Das heißt, die Mitglieder haben die Möglichkeit auszustellen, regelmäßig auszustellen und gleichzeitig in den Erfahrungsaustausch einzutreten. Was unterscheidet denn den Kunstkreis aus eurer Sicht von den anderen Vereinen, Kulturkreisen, Kunstkreisen, Kunstvereinen in der Region? Gibt es da ganz klar zu festzustellende Unterschiede in dem, was wir machen und was die anderen machen? Die gibt es definitiv. Es gibt Kunstkreise, Kunstvereinigungen, die tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, akademisch ausgebildete Künstler aufnehmen. Mhm. Es gibt Kunstvereine, die zu 99% nicht Mitglieder ihres Vereins, sondern externe Künstler ausstellen lassen. Da dürfen die Mitglieder dann vielleicht, wenn sie Glück haben, einmal im Jahr zusammen ausstellen. Das ist schon ein Riesenunterschied. Wir machen es genau andersrum. Wir sagen, bei uns im Kunstkreis stellen Kunstkreismitglieder entweder einzeln oder gemeinsam aus. Mhm. Können natürlich jetzt, wenn ich, weiß ich nicht, ich würde jetzt sagen, ich mache eine Ausstellung und lade dazu, aber als mein Partner, Partnerin, Frau Sumi noch ein, die ist zwar nicht Mitglied im Kunstkreis, aber die ist dann mein Gast, auch die Chance gibt es. Mhm. Ich glaube, das ist in anderen Vereinigungen eher nicht der Fall. Gibt es irgendwelche Einschränkungen, dass ein Mitglied des Kunstkreises nur im Kunstkreis ausstellen soll oder darf? Nein. Das heißt, da gibt es eine Offenheit. Und wie ist denn so im Laufe der Zeit der Kontakt mit den anderen Vereinen so gewesen? Ich meine, ihr habt das ja nun jahrelang gemacht. Wie ist das gelaufen? Also es ist erstmal so, zu der ersten Sache zu sagen, wir haben also auch aktive Künstler, die in verschiedensten Kunstkreisen sind. Mhm. Das ist dann natürlich deren Problem, wie die das terminlich hinkriegen, wenn das dann zusammenfällt, was leider öfter passiert. Aber das ist also zum Beispiel gar kein Hindernis, denn da sollte jeder selber, da hat jeder sein Privatleben, das ist die eine Möglichkeit. Und wie war jetzt die nächste Frage? Wie die Zusammenarbeit oder der Gedankenaustausch mit den anderen Kreisen und Vereinen so funktioniert hat? Also es gibt ja die Möglichkeit, manchmal sind wir ja auch angesprochen worden von verschiedenen Institutionen, wo man gesagt hat, könnt ihr für uns eine Themenausstellung machen? Das ist dann manchmal sogar für einen Wohltätigkeitszweck, dann haben wir also auch der Kunstkreis, der also auch in der Palette damals seine Unterkunft hatte oder sein Zuhause, der ist dann eingeladen worden von einem anderen Verein, der also gerne
für, ich nehme jetzt, mir fällt nur das Wort Kinderlähmung ein, aber es gibt andere Objekte, sagt, könnt ihr da nicht mitmachen? Und dann gibt das eine Gemeinschaftsveranstaltung, das ist zum Beispiel auch in der Sparkasse dann passiert, wo wir dann auch thematisch so ein bisschen dahin gekommen sind und dass wir dann die mit in ihrer Aktion unterstützt haben. Das sind so Möglichkeiten. Und dieses Miteinander zu anderen Kreisen. Wir haben also einen Austausch schon seit vielen Jahren mit dem Kunstkreis Rauderfehn. Und da haben wir uns eigentlich dann dazu entschieden, immer gleichzeitig auszutauschen. In dem Moment, wenn die hier ihre Ausstellung haben, meistens im Frühjahr, dann ist der Kunstkreis nach Rauderfehn gegangen und hat dort die Ausstellung gemacht. Und dieses Miteinander war unwahrscheinlich fruchtbar. Und die haben dann zum Beispiel gesagt, ihr macht ganz andere Kunst als wir. Was eigentlich, weiß ich nicht, ich konnte das gar nicht nachvollziehen. Und trotzdem, wir haben es nachher festgestellt. Als wir dann da waren, haben wir auch gesagt, ja, die sind verschieden, warum auch immer. Und das war das Spannende. Und da gab es ganz viel Austausch und der existiert eigentlich bis heute. Ich komme jetzt nochmal auf eine Frage zurück, die ich vorhin gestellt habe. Wie hat sich das, was heute jetzt hier in der Peldemühle passiert, im Laufe der Jahre geändert? Ich sage mal, gibt es eine andere Handschrift, wenn man beispielsweise sieht, was hier jetzt heute hängt, Alex Blaschke, ein junger Künstler aus Karolinsiel, der Weg bis heute hin, ja. War das ein gerader Weg oder war das ein Zickzack oder war das auch mal ein Weg zurück oder war das mal ein Weg in die Einbahnstraße, man musste dann wieder neu suchen oder war das völlig einfach und völlig logisch immer geradeaus in die Zukunft? Erinnert ihr das? Das ist schwierig zu beantworten. Aber also ihr wart dabei. Wir hätten von Anfang an, als wir hier diese wunderbaren Räume beziehen durften, unserer Richtung gezogen, nämlich mindestens x Ausstellungen im Jahr, wenn es denn mal keine Pandemie gab, also möglichst den Terminkalender zu füllen und zwar eben mit mindestens 2, meistens sogar 3 Gemeinschaftsausstellungen im Jahr und der Rest waren dann Einzelausstellungen und so haben wir das die ganze Zeit immer durchgezogen. Es gibt keine Linie in Richtung der Art der Kunst, ne, also so genau. Nach dem Motto, wir machen jetzt nur noch abstrakt hängen alle Bilder nur noch über den Kopf gab es nicht. Ja. Aber es hat, wenn ich dich recht verstanden habe, es hat von den Anfängen, von den Gründerzeiten her, als die ostfriesische Kunst gefragt war, bis heute eben doch einen ganz, ganz deutlichen Wandel gegeben, man kann auch sagen Entwicklung. Heute ist die Offenheit für alle Stile, alle Techniken einfach schlicht und ergreifend da. Das ist auch nicht hinterfragt. Hier wird die Fotografie genauso gezeigt wie die Tuschzeichnung oder wie auch immer. Es geht um die Qualität dessen, was auf der Leinwand oder was gezeigt wird und nicht um irgendwelche Einschränkungen von Techniken, Motiven oder so etwas. Mir fällt noch so einiges ein dazu. Also erstmal gab es natürlich früher noch keine abstrakten Künstler im Kunstkreis und das ist zum Beispiel auch eine Erneuerung. Und ich weiß auch, als ich ankam mit meinen Collagen, das war neu. Also nur mal, fällt mir jetzt so ein. Und da gibt es ganz viele Dinge, die sich neu auch entwickelt haben. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass wir in dem Programm auch Lesungen schon hatten. Nicht? Also oft auch mit einer Ausstellung verbunden. Oder wir haben Fotopräsentationen gehabt und in denen auch wieder Texte dann vorgetragen wurden, die dann teilweise mal zu diesen Bildern passten. Und durch diese Vielzahl oder diese mehrere Arten von Kunst und Kultur letztlich, haben wir auch immer mehr verschieden denkende Menschen bekommen, die hierher kamen. Und mit diesen Extra-Aktionen haben wir natürlich ganz viele ansprechen können,
die dann entweder wieder als Fördermitglied zu uns kamen, weil sie sich interessierten für die Vielseitigkeit, oder gesagt haben, ich möchte auch mitmachen und mitwirken. Was hat denn diese Erfahrung? Ihr habt ja aktiv Ausstellungen organisiert. Ihr habt die ganze, sagen wir mal, das ganze handwerkliche Arbeiten im Hintergrund gemacht. Ja. Ob es nun die Kommunikation ist, ob es die Werbung ist, und wie, also komplett alles von A bis Z. Ihr habt mit den Künstlern natürlich gesprochen, ob es bei der Aufnahme war oder ob es bei der Vorbereitung der Ausstellung war oder wie auch immer. Könnt ihr im Rückblick sagen, dass das euer Verständnis und euer Verhältnis sowohl zur eigenen Kunst wie auch zur Kunst allgemein irgendwie positiv, ich sage mal, positiv beeinflusst hat? Ist euer Begriff, eure Vorstellung von dem, was Kunst sein kann, irgendwie anders geworden? Ich kann das nur bestätigen. Also dass uns selber das, ich meine, wie gesagt, die Organisation ist das eine, aber es hat uns weitergebracht. Wir haben ja auch mit jedem einzelnen Künstler uns unterhalten über die Arbeiten, speziell bei Einzelausstellungen, bei den Aufhängen, immer wieder in die Tiefe gehen oder auch mal gefragt, warum machst du das oder was ist das? Ja. Und sowas kann man dann ja auch, wenn der Künstler vorgestellt wird in der Vernissage, das muss ja auch dem Publikum auch wieder so ein bisschen nahegebracht werden, weil das macht ja den Künstler auch aus, dass man vielleicht so ein bisschen hinter seine Arbeit oder Kulissen gucken darf. Ne? Also ich denke, das macht eine ganze Menge aus. Auf jeden Fall dann. Brigitte, wenn man bei dir oder bei euch im Garten ist, ihr habt ja auch so einen kleinen Skulpturengarten mittlerweile aufgebaut. Da sind ja, ich weiß gar nicht wie viele, aber bestimmt 20, 30 oder noch mehr Arbeiten von dir unter Open-Air-Bedingungen aufgestellt. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Arbeiten, die einen durchaus politischen Anspruch haben, die jetzt nicht so massiv vielleicht politisch sind, aber wo du schon Bezug nimmst auf bestimmte Dinge, die in der Welt halt so geschehen, ob es nun positiv sei oder negativ. Aber da ist schon so etwas ganz in deinen Arbeiten immer wieder, nicht nur, aber auch immer wieder auch so ein Bezug auf das, was ja in der großen, weiten Welt so passiert. War das von Anfang an in deiner Arbeit der Fall oder hat sich das auch ergeben? Also ich würde sagen, das hat sich tatsächlich entwickelt. Ich glaube, ein ganz großer Impuls war, ich war also noch nicht aktives Kunstkreismitglied, sondern nur Fördermitglied, und Helga hat gedrängelt, lass uns doch mal zusammen eine Ausstellung machen. Dann habe ich gesagt, was will ich denn da? Mich kennt keine Sau in Wittmund und das will auch keiner. Ach komm, also sie hat mich breit geklopft. Mhm. Erfolgreich, weil ich habe es nicht glauben können. Am Tag der Eröffnung hatte ich, glaube ich, bereits 3 Arbeiten. Es geht nicht ums Verkaufen, aber 3 Arbeiten wurden verkauft. Und zwar nicht die kleinen, ich habe damals auch noch Schwecksteinskulpturen gemacht, sondern wenn schon, dann gleich die richtig großen. Ich war abends zu Hause völlig sprachlos. Hab gesagt, irgendwie, das kann jetzt nicht sein. Ich habe fast geheult, weil meine Kinder weg waren. Aber es hat mich dazu gebracht, intensiv weiterzuarbeiten, mich in Anführungsstrichen fortzubilden, innerlich, um das zu übertragen auf meinen Stein. Ich glaube, das war ein Impuls, ganz wichtig. Helga, in deinen Arbeiten, spiegelt sich so diese Erfahrung, die Brigitte gerade für ihre Werke geschildert hat, spiegelt sich das auch in deinen? Du machst ja sehr, 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 sehr zarte, sehr, sehr, sehr feinsinnige Dinge, du arbeitest in Collagen, ist natürlich ein anderes Metier, ein anderes Arbeiten als du in Stein, was beides ja sehr, sehr fein und sehr sensibel dann auch ist. Ist es bei dir genauso oder bist du mehr so, sag mal, auf der inneren, auf der introvertierten Seite mit dem, was du machst? Ja, ich glaube Letzteres. Also ich muss also sagen, dass ich eigentlich immer so eine Mitteilung gesucht habe, mein ganzes Leben lang als Kind angefangen. Das ist leider so schon ganz früh, oder was heißt leider, aber
geschrieben. Und dann auf einmal habe ich eigentlich durch Erlebnisse, wo ich im Einsatz war, habe ich also gelernt, auch man kann ja auch, wenn man was ausschneidet, zusammenfügen. Mhm. Und bin allmählich dann auch zu der Collage gekommen und habe festgestellt, ich habe ja dann auch Texte geschrieben, die dann immer auch mein Inneres, ich konnte mich meinem Papier mitteilen und habe nachher gemerkt bei der Collage, das kannst du auch in Bildern machen. Mhm. Das wird ja dann ein Bild, so eine Collage. Mhm. Und da habe ich gedacht, also es hat mir geholfen, es war mein Ventil für meine Empfindungen und es war nachher, habe ich gemerkt, auf einmal kamen Rückmeldungen, was du da schreibst oder was du da zeigst, das, ja, das hat ja Gültigkeit. Und da fühlten die sich angesprochen und dann habe ich gemerkt, dass die Arbeiten auch Sprachrohr sein können. Mhm. Sprachrohr für andere Menschen. Und diese Kombination, ich habe also eine Ausstellung gemacht, das eine und das andere, da habe ich also grundsätzlich Texte zu Bildern gefügt, Texte, die schon entstanden sind oder auch extra geschrieben oder Bilder, die entstanden sind. Also mal ist das eine eher, mal das andere entstanden und dann habe ich die zusammengestellt. Das war ganz hochinteressant. Aber da habe ich eben gemerkt, wie wunderbar das sein kann, dass man auch Literatur und Bild zum Beispiel zusammenfügen kann. Ist eure persönliche, individuelle Erfahrung mit dem, was ihr in Kunst kreativ macht, würdet ihr sagen, das kann durchaus ein Beispiel sein für jemanden, der sucht, der nach seinem eigenen kreativen Ausdruck vielleicht sucht, der nach einem, ja, du hast es, glaube ich, gerade eben Ventil genannt, der nach so einer Möglichkeit der Kommunikation mit der Welt sucht. Wäre das so, wie ihr es erfahren habt, so wie ihr es gemacht habt, wäre das etwas, was man nachahmen könnte? Ich sträube mich so ein bisschen gegen das Beispiel. Ja. Impuls. Es soll bitte ein Impuls sein für jemanden, der auch Kunst kreativ interessiert ist und auch was machen möchte und sagt, Mensch, das geht doch. Die hat ja auch nicht stuckadiert. Die hat einfach so angefangen, dass das muss zu machen sein. Das ist der Impuls, meinst du, der dann rüberkommt und der dann auch, sagen wir mal, den Weg frei macht, sich zu trauen. Mhm. Und am Ende, und das, denke ich mal, ist ja das, was wir uns alle drei auch wünschen, dass dann so jemand bei uns, beim Ostfriesischen Kunstkreis, anklopft und sagt, hör mal, ich habe da was. Mhm. Wie schätzt ihr das ein? Ist das ein Weg, den man ganz konsequent auch mit großer Aussicht auch weitergehen kann in Zukunft? Glaubt ihr, dass das Potenzial bei den Menschen, die hier gerade so an der Peldemühle vorbeigehen, dass das Potenzial auch da ist, dass man auch viele solcher ungehobenen Schätze auch finden kann und solche Impulse auch geben kann? Ich bin überzeugt davon, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die noch nicht mal damit angefangen haben, aber irgendwo so spüren, ich würde auch gern mal sowas machen. Und wenn es uns gelingt, bei der einen oder anderen Ausstellung, mit dem einen oder anderen Bild oder Skulptur, zu sagen, ich probiere es jetzt, dann haben wir gewonnen. Kultur und Kunst als Ansteckung auch. Ja, Statt Corona nehmen wir lieber Kunst zum Ansteck. Ja, ganz genau. Prima. Brigitte, Helga, ich danke euch, dass ihr Zeit gefunden habt, mir meine Fragen zu beantworten. Ich glaube, es ist das eine oder andere wirklich klar geworden, auch euer Weg, den ihr gegangen seid. Aber ich denke, gut, ob Impuls oder Beispiel, ich würde sagen, so oder so, man sollte mit euch, mit uns ins Gespräch kommen und versuchen, diesen Weg oder solche Wege nachzuzeichnen und für sich selber einen Weg zu finden. Ich denke, dass wir alle gemeinsam dafür auch bereitstehen. Genau, so sehe ich das auch. Euch beiden nochmal vielen, vielen Dank für die Arbeit, die ihr für den OKK geleistet habt. Mit Herzblut. Vielen, vielen Dank. Und für die Zukunft wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Dankeschön. Und bleibt uns erhalten.
Auf jeden Fall. Das ist eine Drohung, wir bleiben. Prima, alles klar. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mit Kultur wird's lebendig. Tschüss.